Der Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer schrieb uns auch. Ich möchte auszugsweise zitieren. Sehr geehrter Herr Richter, ich halte es für richtig, dass man der Opfer des unsäglichen Nazi-Terrorregimes gedenkt und dass man dies regelmäßig macht, um einerseits der Opfer zu gedenken und andererseits deutlich zu machen, dass sich so etwas nie wiederholen darf. Von daher sind wir uns inhaltlich einig. Etwas später heißt es in dem Schreiben, ich bin allerdings erstaunt über die Zusammensetzung der Redeliste. Wenn man es mit dem überparteilichen Ernst meint, hätte man im Vorfeld die Abgeordneten aller demokratischen Parteien gefragt und eingebunden. Ich frage mich außerdem, warum der von mir sehr geschätzte Ingolf Höfer, Präsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft, als Redner eingebunden ist, aber die deutsch-österreichische Partnergesellschaft nicht gefragt wurde. Da auch die GEW eingebunden ist, würde ich gerne wissen, ob Sie zum Beispiel auch den Philologenverband gefragt haben. Etwas später heißt es weiter, und was das Netzwerk der türkischstämmigen Mandatsträgerinnen mit dem Holocaust zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Ich bedauere sehr die Einseitigkeit der Redeliste, obwohl ich inhaltlich uneingeschränkt Ihrem Anliegen unterstütze, für die Opfer des Holocaust ein Zeichen zu setzen. Sie haben aber sicher Verständnis, dass ich der Veranstaltung fernbleibe. Soweit auszugsweise Herr Irmer. Dass es auch anders geht, auch aus der Partei von Herrn Irmer, zeigen nachfolgende Zeilen vom Regierungspräsidenten aus Gießen. Sehr geehrter Herr Künzer, ich finde es toll, dass die Stadtgesellschaft in Wetzlar ein solches Bündnis zusammengestellt hat, um gegen Ausgrenzung und Fremdenhass Gesicht zu zeigen. An ähnlichen Demonstrationen in Marburg und Gießen habe ich in den letzten Wochen teilgenommen. Auch in Wetzlar wäre ich sehr gerne dabei gewesen. Zu meinem Bedauern ist aber am gleichen Abend in Büdingen eine Informationsveranstaltung und. Aus diesem Grunde werde ich am Montag leider nicht zu Ihnen kommen können. Aber ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Organisatoren meine Grüße und meinen Dank ausrichten. Ich bin sehr froh darüber, dass unsere Region sich so sehr auf ein Miteinander der Kulturen im gegenseitigen Respekt einsetzt. Viele Grüße aus Gießen, Lars Wittek.